lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnaden und Barmherzigkeit. Mit diesen wunderbaren Worten aus Psalm 103 oder diese Verheißung heiße ich alle ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und dass ihr bereit seid, Gottes Wort aufzunehmen. Schon damals hatte Psalmschreiber David Gott gelobt für das, was er getan hat. Es ist eine Gnade, und das hat er auch schon damals erkannt, dass er uns alle unsere Sünden vergibt. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir diese Gnade erhalten, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist, die uns täglich sollte neu bewusst werden und neu bewusst sein. Denn Gott allein kann uns das Leben schenken, das Ewigkeitswert hat. Ich heiße auch Prediger Adi Penner willkommen hier. Der wird uns heute mit der Botschaft dienen und das Thema ist Auf zum Werk. Dazu lese ich uns den Text aus Markus 1 von Vers 16 bis 20. Die Berufung der ersten Jünger. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder,
wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnen und folgten ihm nach. Wollen wir noch beten? Vater, wir kommen im Gebet zu dir und danken dir für deine große Liebe. Wir danken, dass du immer wieder mit uns gehst. Danke, Herr Jesus, dass du auch uns berufen hast. Gib dir uns immer wieder Kraft, damit es uns neu bewusst wird, wozu du uns berufen hast und was wir zu tun haben in deinem Reich. Wir wissen, du hast einen jeden berufen, in deinem Reich mitzuarbeiten, und gib dir uns Kraft, dieses zu erkennen. Und möchtest du auch besonders durch diese Predigt heute uns zeigen, neu bewusst machen, was dein Wunsch oder dein Ziel mit uns in der Gemeinde ist. Gib du, Bruder Penner, viel Kraft, die Fülle des Heiligen Geistes, dein Wort richtig auszuleben. Sei du auch mit der Versammlung, öffne du die Herzen, gib du Kraft, damit es auch aufgenommen wird, so wie du, wo es dein Wille ist. Wir bitten aber auch für Kranke, für Hilfsbedürftige, für Trauernde, für Familie Klassen, für Familie Bergen, Wiens. Möchtest du auch ihnen nahe sein? Gib du ihnen Kraft, dieses zu tragen? Oder trage du ihnen, wo sie nicht können? Und schenk du Vertrauen, damit auch dieses richtig verarbeitet wird, damit sie im Glauben auf dich schauen und dir loben und preisen. Segne uns allesamt, das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Meinerseits einen schönen Morgen wünsche ich allen. Ich sehe, die Kirche ist nicht ganz so besetzt wie am vorigen Sonntag. Bestimmt haben einige auf die
Anlagstabelle geschaut und gesehen, dass es Missionssonntag ist und sind daher auf Missionsreisen rausgefahren. In Amos 3, 7 und 8 lesen wir: Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht Prophet werden? Gott redet heute sehr dringend zu uns Christen und Gemeinden. Das, was heute vor unseren Augen geschieht und noch geschehen wird, ist längst aufgeschrieben in der Bibel durch den Propheten. Wenn der Löwe brüllt durch die Pandemie, haben wir alle Furcht. Das heißt nicht Angst, aber wir haben eine Furcht, dass Gott redet, der Herr. Und weil wir Christen die Schrift gut kennen oder kennen sollten und der Heilige Geist uns auch in dieser Zeit die Augen öffnet über diese alten Prophezeiungen, können wir alle Propheten sein, denen gegenüber, die Jesus nicht kennen oder die Schrift nicht kennen. Daher habe ich auch das Thema gestellt an diesem Missionssonntag unserer Gemeinde: Auf zum Werk. Und zwar nach dem Muster und Befehl Jesus Christus. Und Bruder Giesbrecht hat uns schon zur Einleitung den Text von Markus 1, 16 bis 20 gelesen, wo Jesus seine ersten Jünger sucht. Wenn wir uns einmal den Anfang des Reiches Gottes hier auf Erden näher anschauen, dann müssen wir zugestehen, dass eigentlich genau hier erst der Anfang ansetzt, nicht mit Jesu Geburt. Jesus musste erst geboren werden und wachsen und groß werden, und dann hat er angefangen, sein Reich zu bauen. Gleich nach der Taufe fing Jesus an zu wirken. Er fastete und betete, sagt es da, und fing an, Gottes Evangelium weiter zu sagen oder zu predigen. Was noch viel wichtiger ist, dass er sich Jünger suchte, die er mit sich nahm und lehrte und den Glauben vorzeigte, nicht nur in Worten er sagte, sondern er zeigte es ihnen einfach ganz kindlich oder wie ein Vater vor. Was hätte das Leben Jesu auf der Erde genützt, wenn er sich still zurückgezogen hätte und zwar auch ohne Sünde geblieben wäre, aber nur im Verborgenen gelebt hätte? Hier und da vielleicht mal ein Wunder getan hätte, was sowieso außer natürlich war, was kein anderer Mensch eigentlich nicht konnte oder auch heute noch nicht kann, so ist das Denken. Und dann auch vielleicht zum Schluss einen natürlichen Tod gestorben wäre mit 80 Jahren. Und er hätte keine Jünger zurückgelassen, die er praktisch gelehrt hätte, wie man auch wieder Jünger macht. Das war eigentlich der Sinn dahinter. Mit hundertprozentiger Sicherheit wäre der wahre Glaube ausgestorben mit der Generation, die damals mit Jesus gelebt hatten. Auf gar keinen Fall hätte er es 2000 Jahre überlebt. Es gäbe heute wahrscheinlich nur noch allerhand Fabeln und Mythen über Jesus, und bestenfalls gäbe es auch noch eine Religion oder eine Theologie. Für viele Christen ist der ganze Glaube so ein Weihnachtsevangelium, ein Nikolaus-Evangelium nenne ich das manchmal.
wo das Christkind jedes Jahr neu geboren wird, sie dann ihre Freude darüber durch gegenseitiges Beschenken zum Ausdruck bringen. Es kommt bei dieser Art von Evangelium dann noch einmal am Karfreitag so ein gemischtes Gefühl hoch, wo sie dann rührend an das Sterben Jesu denken für ihre Sünden. Aber alle Feiern und Opfergaben müssen unbedingt in der Kirche durchgeführt werden oder zumindest unter Freunden oder Gleichgesinnten. Während des ganzen Jahres versuchen sie dann, wie der reiche Jüngling auch, die Übertretungen der 10 Gebote so gering wie möglich zu halten und zumindest auch sehr menschenfreundlich zu leben. Wenn es dann aber nicht klappt und man bricht eines der Gebote, dann ist ja zum Glück Jesu Opfertod da. Schließlich ist ja keiner ohne Sünde, der den ersten Stein werfen kann. Wer so ein Evangelium nacheilt, dem muss ich dringend warnen. Es sagt in der Bibel, dem wird der Herr selbst sagen, ich kenne dich nicht. Weiche von mir, du Übeltäter. Deshalb predigte Jesus und auch heute durch seine Diener immer wieder das Gleiche. Tut Buße. Lasst ab, wenn ihr so ein Denken habt. Dreht um. Und wenn ich eine Predigt fertig mache, dann muss ich mich immer die Zuhörer erstmal vorstellen, die zuhören werden und die ich dann durch Jesus ansprechen will. Und ich schließe mich da niemals mit aus oder ich schließe mich immer mit ein. Nicht, dass ich nur mein Publikum predige, sondern erstmal mich selber am Schreibtisch. Aber was ich jetzt damit sagen will, ist, ich spreche heute nicht zu irgendwen. Ich spreche zu Menschen, die das Evangelium kennen. Und es ist eigentlich eine Gruppe Jünger, die sich hier versammelt hat. Oder zumindest Jünger werden wollen. Jesus geht heute nicht mehr selber auf diese Erde und sucht seine Jünger, sondern er hat die Gemeinde, diese Gruppe Jünger, dafür beauftragt, dass sie ausgehen und Jünger suchen und Jünger machen. Und wenn wir dann wieder, die Gemeinde ist wieder so unpersönlich, dann denkt man ja leicht auch, naja, das ist dann der Gemeindeleiter, höchstens mal noch die Prediger und dann noch die Missionare da. Aber ein Irrtum, wir sind alle Jünger. Und daher wollen wir diesen Text einmal in 3 Richtungen etwas betrachten. Wie tat Jesus das? Und da ist die erste Richtung, wie suchte Jesus diese Jünger aus? Und dann lese ich nochmal zur Wiederholung Markus 1, 16. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Dann haben wir Markus 2, 13. Und er ging wieder hinaus an den See. Und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen. Und dann lesen wir noch in Markus 3, 13. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und die gingen hin zu ihm. Jesus ging also ganz einfach hinaus am Meer, an der See und auf dem Berg und suchte mitten im Alltag, nicht am Sonntag, am Alltag, im vollsten
Geschäftsleben nach seinen Nachfolgern, nach seinen Jüngern. Er setzte sich nicht im Tempel und wartete ab, ob sich nicht irgendein frommer, religiöser Jude für ihn interessieren würde. Auch ging er nicht in eine Synagoge oder Bibelschule, könnten wir sagen, und schaute sich nach einem besonderen, fähigen Schüler um. Nein, er ging unter den schlechten Menschen und war denselben Wetterbedingungen, Hitze, Sturm, Regen ausgesetzt und auch Gefahren, wie die einfachen Arbeiter oder diese Menschen es auch waren. Er wartete auch nicht ab, bis sie ausgearbeitet hatten oder Pause machten von ihrer Arbeit. Nein, mitten in ihrer Beschäftigung ging er auf sie zu. Da kommen wir zu der zweiten Richtung. Jesus gab ihnen oder gibt einen Titel und einen Arbeitsauftrag. Einen Titel haben manche erworben durch Studium. Ich habe auch zwei Meisterbriefe aus Deutschland, die sagen aus, dass ich theoretisch könnte in Deutschland auch Menschen ausbilden in einem Handwerk, Mechanik oder auch Maschinenbau. Ich habe das auch jahrelang ausgeübt und bin jetzt aber nicht unbedingt im Ruhestand, aber zumindest nicht direkt als Lehrer. So gibt Jesus jetzt auch einen Titel. Und da lesen wir nochmal zurück zu Markus 17. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und dann lesen wir noch in Apostelgeschichte, springen wir einmal über. 1,8 können wir wahrscheinlich alle auswendig. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Da möchte ich noch Matthäus um die Arbeitsbeschreibung noch einmal auch lesen, der Missionsbefehl. Darum geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also der Titel, den Jesus hier ausstellt, ist Menschenfischer und dann noch Zeugen. Dann denken wir leicht an Jehova-Zeugen, nicht? Menschenfischer und Zeugen könnten wir uns auf einen Blatt Papier schreiben und an der Wand hängen. Der Arbeitsauftrag ist, Menschen zu fischen. Für wem, stellt sich dann die Frage? Für eine besonders gute Kirche oder Gemeinde oder sogar für eine politische Partei oder Wirtschaftssystem? Nein, sie sollten aus dem Meer der Menschen einzelne Menschen für Jesus rausfischen. Und das ist mir auch aufgefallen bei diesen Liedern, die uns der Chor so schön gesungen hat. Immer wieder, Jesus steht im Mittelpunkt. Es sollen Menschen gefischt werden für ihn, nicht für mich als Meister im Maschinenbau, sondern für Jesus. Von wem sollten sie Zeugen dann, wenn sie jetzt auch den Titel des Zeugnisses kriegen, von wem sollten sie dann zeugen? Von ihrer eigenen Klugheit oder Arbeitstüchtigkeit? Wir Mennoniten rühmen ja uns sehr oft gerne mit unserer Arbeitstüchtigkeit, wie tüchtig wir doch in der Arbeit sind oder auch sogar in der Wirtschaftsüberlegenheit anderer Völker sind wir nicht so ganz zimperlich.
Sollten Sie von Ihrer besonderen Bibelkenntnis oder Frömmigkeit zeugen? Nein, wieder ganz einfach von Jesus sollten Sie Zeuge sein. Zwar nicht nur unter sich, sondern da gibt es in Apostelgeschichte 1,8 gerade auch diese Schritte. Sie sollen in ihrer eigenen Umfeld, in Loma Plata können wir sagen, dann Bergfeld, Kleefeld, dann weiter hinaus, Pozo Colorado, Asunción, dann kommen wir vielleicht bis Sierra del Este und zur anderen Grenze dann bis Mariscal und La Patria und dann kommen wir noch bis Bolivien und dann kommen wir weiter hinaus nach Brasilien, nach Argentinien, vielleicht zu Kanada und den Vereinigten Staaten und dann nach Europa, dann nach Nepal und Myanmar. So könnte ungefähr diese Schritte laufen. Auch gibt er ganz klare Anweisungen, dass sie wiederum diese Jünger, die sie gesucht haben, befähigen sollen. Sie sollen sie lehren, wie man Jünger macht. Es geht immer wieder, ob wir in dem Beruf Arzt sind, dann haben wir in unserem Sinne nicht mehr Ärzte zu machen, sondern mehr Jünger Jesu zu machen. Oder wenn wir ein Dorfschullehrer sind, dann haben wir nicht in erster Linie in dem Sinn, mehr Kinder oder Menschen für Dorfschullehrer zu gewinnen, sondern Jünger für Jesus. Oder wenn wir in einen Chor singen, dann haben wir nicht den inneren Drang, mehr Chormitglieder zu kriegen, sondern wir haben den Wunsch, dass es dann auch weiter mehr Jünger Jesu gibt. Dann kommen wir zum letzten und dritten Punkt. Jesus verlangt eine sofortige Nachfolge. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem Text, Markus 1, Vers 18. Sogleich, sagt es da, verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Hier lesen wir, dass Simon und Andreas einfach ihre Netze liegen ließen und Jesus auf der Stelle nachfolgten. Manche Menschen werden bestimmt den Kopf geschüttelt haben und gesagt, das habe ich mich immer gedacht, dass diese Jungs, diese zwei, zu faul sind, um wirklich zu arbeiten. Kommt irgendeiner vorbei, dann lassen sie alle Netze, alle ihre Arbeit liegen und laufen ihnen nach. In Markus 1,20 sagt es dann, und alsobald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Jakobus und Johannes, der Bruder, ließen einfach auf der Stelle ihren Vater mit seinen Tagelöhnern mit der Arbeit alleine und folgten Jesus nach. Was für unerzogene Söhne, ihren Vater, alten Vater, mit der Arbeit einfach alleine zu lassen. Mögen viele Leute zumindest gedacht haben. Wer soll das Brot verdienen? Jetzt weiter. Wenn wir alle gehen, missionieren, hört man auch heute sagen, dann haben wir bald alle nicht mehr zu essen. In Lukas 9, 57 bis 62 lesen wir das Gegenteil, den negativen Teil, wo Jesus nicht eine sofortige Nachfolge erlebt. Es steht,
der Überschrift steht: Vom Ernst der Nachfolge. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter den Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand am Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der Menschensohn, wir kommen zum Ersten, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Will nicht sagen, dass Jesus immer gestanden hat beim Schlafen. Weil er war ja Mensch, wie wir, und musste natürlich auch mal schlafen. Ein Beispiel nur ist ja auf dem Schiff im Sturm. Da schlief Jesus auf ein Kissen, ein schön gemütliches Kissen, nicht mal auf den Holzboden, und schlief ganz einfach auch, wenn der Sturm tobte. Nach Markus 4, 38. Diese Bibelstelle wurde übrigens viel genutzt in dieser Pandemiezeit. Wo bleibt Jesus? Schläft er? Jesus hat also geschlafen hier auf Erden. Selbst in den heftigsten Stürmen. Nicht von Alkohol berauscht, noch von Schlaftabletten betäubt, sondern er schlief ganz einfach, weil sein Körper müde war. Und auch beim Liegen, so wie wir es tun. Wir haben alle ein Bett zu Hause, ein Zimmer, schönes, gemütliches Zimmer und eine Klimaanlage wahrscheinlich auch alle. Das ist auch nichts dabei, nichts mit Ungut. Er wollte mit dieser Aussage, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege, sagen, dass er und seine wirklichen Jünger kein richtiges Zuhause hier auf Erden mehr haben werden. Ihr richtiges Zuhause ist in der Zukunft, im Himmel. Und dann kommen wir zum nächsten. Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und das war die Bitte vom Zweiten, der nicht sofort Jesus nachfolgen wollte. Jesus' harte Antwort darauf will nicht sagen, dass wir uns nicht um unsere Eltern kümmern sollen oder sogar nicht mal auf ihrem Begräbnis sein sollen. Jesus durchschaute diesen Mann und sah es, dass es nur eine Ausrede war. Wahrscheinlich war sein Vater überhaupt noch nicht mal gestorben, weil es kein Klagetumult oder Klageweiber gab. Der Dritte bat um ein Abschied nehmen von seinen Angehörigen, als wenn er nun für immer verschwinden wollte. Jesus sagte ihm dann, dass er nicht taugt als Jünger. Erstens würden seine Familienangehörige es niemals verstanden haben und würden ihn hundertprozentig abgeraten haben davon. Zweitens sollte er sich nicht von seinen Angehörigen hier auf Erden vollkommen trennen, sondern er sollte ja nachher unter ihnen Jünger machen. Und da denke ich an das Beispiel von den traditionellen Alcolnia in Bolivien, ja, wo immer sie sind. Wenn da jemand würde seine Angehörigen fragen, was hält ihr davon, dass ich mich bekehre? Was meint ihr, was die Angehörigen ihnen würde, diesen Mann oder diese Frau sagen würde, beschimpfen würde? Du wirst auch noch ewig geschnackt sein. Also, es gibt keine Angehörigen, außer sie tun den Willen Gottes.
So hat Jesus das auch einmal ausgedrückt. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Das sind all die, die meinen Willen tun. Und wenn es darauf ankommt, dass wir Jesus nachfolgen sollen, haben wir keine andere Wahl. Wir müssen selber entscheiden. Es waren also lauter Ausreden von diesen Menschen, von diesen Beispielen, nicht auf der Stelle zu gehorchen und tätig zu werden für sein Reich. Jemand hat einmal gesagt, es gibt was Schlimmeres als die Sünde. Und das ist die Ausrede der Sünde. Ja, gleich am Anfang hat ja Adam schon die Ausrede, dass das Weib, das Gott ihm gegeben hatte, verführt hatte. Wie lächerlich und feige vor Gott, nicht wahr? Gott hatte ja gerade ihm, Adam, den Verbot gegeben, nicht davon zu essen. Und er sollte aufpassen, dass sein Weib nicht sündige. Solche persönlichen Ausreden gibt es millionenfach. Weitere, auch andere. Auch Volksgruppen sowie Mennoniten haben immer schon Ausreden gehabt. Wir haben da vorher schon im Zimmer darüber gesprochen, über uns. Und da können ja wir uns nicht ausschließen, wir sind ja selber Mennoniten. Ja, selbst unsere Vorfahren waren nicht frei von Ausreden. Zum Beispiel in Russland verbot die Regierung das Verbreiten von Evangelium und sie mussten ja die Regierung gehorchen. In Kanada mussten wir ja Englisch lernen und das ging nicht, weil die Bibel in Deutsch geschrieben war. Und wer in den Himmel wollte, musste Deutsch können. In Paraguay waren wir am Anfang so arm, dass alle Zeit zum Überleben gebraucht wurde. Heute haben wir Überfluss von Geld genügend und geben auch sehr viel für die Mission. Oder für die Kirche, haben ja wir vorigen Sonntag noch gesehen. Aber wir haben ein Problem, das ist das Sozialwirtschaftssystem, ist so eng und beansprucht so viel Zeit, dass keine Zeit für viele Menschen bleibt, um Jesus auf der Stelle zu gehorchen. Das System, wo sich auch viele Mennoniten von uns unterordnet haben, kann keine Ausfälle gebrauchen und toleriert auch keine Zeitverschwendung bei der Arbeit, für Jüngerschaftsarbeit. Dieses System wird weltweit immer heftiger und gewaltiger. Es wird auch absichtlich mehr und mehr forciert durch immer mehr Kontrollen und Überwachung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war selber 20 Jahre in diesem System Miteiferer. Ganz bewusst bin ich ausgestiegen. Und Jesus hat mich frei gemacht von allen Ausreden. Seitdem habe ich Zeit, auf Jesus zu hören, mitten in der Arbeit, wo immer ich bin. Und noch wichtiger, zu gehorchen, nicht nur zu hören. Ich schäme mich auch nicht, Zeit zu verlieren oder zu verschwenden und einen Menschen ins Jahr Erste das Evangelium zu bringen. Ich bin sehr schlecht in Auswendiglernen und daher will ich euch auch diese Eselsbrücke, die ich habe, um das Evangelium ganz praktisch Menschen zu präsentieren, mitgeben. Weil wir sind nach diesen Aussagen auch von Jesus, sind wir alle in dieser Arbeit tätig. Und wo immer wir sind, auf unserer Arbeitsstelle oder in der Viehfans mit den Arbeitern oder wo immer wir sind, ist unser Leben ein Zeugnis von Jesus. Und wir suchen Jünger und versuchen, Jünger zu machen. Und da müssen wir auch wissen, was das Hauptevangelium
eigentlich ist. Und da haben wir fünf Finger. Der Daumen, die Gnade. Wir fangen immer mit der Gnade an. Wenn wir den Daumen hoch haben, ist es Gnade. Der Zeigefinger ist der Mensch. Der längste Finger, der mittlere, ist Gott. Der nächste Finger, bei meinen ist er ein bisschen kürzer, bei einigen ist er gleich, ist Jesus. Ganz zum Schluss, der kleine Finger ist der Glaube. Wir haben auch Bibelstellen, die dieses dann belegen. Die Gnade ist ein Geschenk, das ewige Leben ist ein Geschenk. Das kann man nicht verdienen und das hat auch kein Mensch verdient. Das können wir in Römer 6, 23 begründen oder Epheser 2, 8 und 9. Der Mensch ist ein Sünder, alle. Römer 3, 23. Aber bitte nicht einen, der nichts vom Evangelium weiß, schon mit Bibelversen anfangen. Keiner kann sich selber retten, nach Matthäus 5, 84. Also der Mensch ist ein Sünder und kann sich nicht selber retten. Gott ist barmherzig und will nicht uns Menschen bestrafen, nach 1. Johannes 4, 8. Gott ist aber auch gerecht und er kann keine Sünde ohne bestraft lassen. Das ist die Gegenseite von dem Blatt. Dann haben wir Christus, Jesus. Er ist ewig und ist Gott und Mensch in einer Person. Nach Johannes 1, 14. Er starb am Kreuz für meine und deine Sünden. Nahm die Strafe auf sich, auf sein Leib. Und stand nach dem dritten Tag auf und fuhr gen Himmel, um für uns einen Platz im Himmel vorzubereiten. Und er hat einen Platz erkauft für all die, die ihn aufnehmen. Dann kommen wir zum letzten Finger, der Glaube. Und da sage ich erstmal, was der Glaube nicht ist. Glaube ist nicht nur ein intellektuelles Wissen, dass es einen Gott gibt. Denn da sagt Jakobus auch, selbst die Dämonen, die Teufel wissen das. Die zittern vor Gott. Die glauben daran. Und der Glaube ist auch nicht vorübergehend, dass ich heute so hoch bin und mich so gläubig fühle und morgen ist nichts. Der Glaube, der rettende Glaube für das ewige Leben ist einzig und allein das Vertrauen auf Jesus Christus. Möge der Heilige Geist uns helfen, in diesem Sinne zu leben, wo immer wir, wo Gott uns hingestellt hat, welche Aufgaben er uns gegeben hat. Und dass wir immer danach streben, gute Jünger zu machen, nicht gute Kirchenglieder oder gute Steuerzahler oder was immer das ist. Dass es gute Jünger sind, die wieder Jünger machen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, zuerst mal wieder Dankeschön, dass du in deiner Barmherzigkeit deinen Sohn gegeben hast, weil du musstest die Sünde, die ich getan habe und auch viele anderen, bestrafen, weil du gerecht bist. Und du hast dann die Sünde auf Jesus bestraft. Danke dafür. Aber vergib uns, vergib mir, wo wir einfach diese Erlösung einfach nur für uns in Anspruch genommen haben und zu wenig daran gedacht,
dass wir Beauftragte sind, Jünger zu machen. Seien es unsere Kinder, sei es unsere Arbeiter, sei es unsere Schüler, was immer. Und Herr Jesus, danke, dass du uns so einen großen Arbeitsauftrag gegeben hast. Wir sind ja wirklich nicht irgendwer. Wir haben einen sehr hohen Titel. Danke dafür. Herr Jesus, und wir bitten um Kraft. Ja, am allermeisten Kraft, um gehorsam dich nachzufolgen, wenn du rufst, wenn du was sagst. Nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Um diese Kraft bitten wir in der nächsten Zeit. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Danke für die wunderbaren Lieder, für die Botschaft, für alle Dienste, die getan wurden. Und wir bitten Bruder Penner, uns jetzt mit dem Segen zu entlassen. Die Zeit ist kurz und menschenweise und fangen wir an, Jünger zu machen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wir scheiden im Frieden des Herrn.